Hi, willkommen zu Real Green Tower Games. Mein Name ist Gunis. Wir sehen hier das Spiel Resident Evil, das Johannesbrot spielt. Nicht. Doch. Nee. Spielst das ja wohl. Ja, ich spiele das aber nicht Johannesbrot. Ja, er denkt, dass er nicht so heißt, weil er Gehirnschwund hat. Und, egal. Wir versuchen das jetzt schon zum dritten Mal, dieses Let's Play zu machen. Ja, nur weil es scheint, dass das Schicksal. Gehirntumor ist. Das Schicksal hat irgendetwas gegen. Dagegen, dass wir das Resident Evil Let's Play weitermachen. Siehste? Fällt schon glatt das Mikro runter. Das ist einfach nur, weil du immer Nasenbluten hast, deswegen. Nee, aber immer dann, wenn wir jetzt gerade hier hinsetzen, um Let's Play zu machen. Ich finde das sehr komisch. Und halte das für eine Sache. So. Laufe ich eigentlich hin? Wir haben jetzt 2 Tipps gekriegt. Ja. Wissen wir die jetzt noch? Einmal irgendwie in der Küche gibt es einen Fahrstuhl. Diesen Tipp haben wir von. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Von The SL 1993. Und dann haben wir noch den Tipp von Atto in dem Raum, wo eine Karte an der Wand ist. Und ein Kamin. Welchen Tipp gehen wir zuerst nach? Die Küche. Aber erstmal hole ich mir meine Magnum. Ja, die müssen wir nämlich nochmal machen, weil wir. Oder hole ich nicht sie? Den Fahrt, das Fahrt. Ja, wir wissen ja nicht, was da passiert. Vielleicht ja, aber ich bin jetzt hier schon mal in der Villa. Ja, das stimmt auch. Ja, aber vielleicht funktioniert auch. Das erst dann, wenn man die hat. Nee. Ja, warum sollte es dann auf einmal gehen? Und über nee, wir wollen doch, brauchen doch nur eine Batterie vom Fahrstuhl. Und darum muss da jetzt ein Fahrstuhl und da gehen wir hin. Das ist ja der Tipp daran. Ja, aber der Fahrstuhl in der Küche hat ja auch keine Batterie. Das wissen wir. Oder sagt er einfach nur, der Strom geht nicht? Ich hab I don't know. Ich hab keine Ahnung. Was liegt denn da auf dem Boden? Alter, ich dachte schon. Ich hab gedacht. Ich mag das nicht, wenn das Mikro so weit weg ist. Dann denke ich immer, ich muss näher ran. So ist das Leben. Ich mag es nicht, dass wir das Bildschirm genau vom Fenster steht. Man überhaupt nichts sieht in die dunklen Szenen. So, dieser Fahrstuhl. Hier ist ein Aufzug. Von diesem Stockwerk aus können Sie ihn anscheinend nicht betreten. Aber ist hier vielleicht irgendwo ein Strom? Nee. Toll! Ja, es war doch eine gute Überlegung. Ich wäre da jetzt auch hingegangen. Aber. Weiß nix. Wo gehen wir jetzt hin? In den Raum mit einer Karte an der Wand und einem Kamin. Ja, wo soll der sein? Weiß ich nicht. Ich dachte, du hast so voll den Plan. Michael Jackson ist doch nicht tot. Ja, das ist doch der Kamin, der immer brennt. Wenn man den erst vor 10 Jahren angemacht hat. Ach, den? Ja, aber gibt's nicht. Ja. Ich weiß es wie. Was? Gibt's mehrere Weine mit dem Kamin? Ja, den hier zum Beispiel. Ja, dann. Ja, das. Ah, nee, der nicht. Ja. Das ist ja kein Raum, das ist eine Halle. Das ist das Esszimmer. Außerdem ist hier keine Karte an der Wand, oder? Nicht, dass ich wüsste, nein. Gut. Ja, und wenn da jetzt nichts ist, dann bedeutet das, wir laufen planlos durch die Villa. Also ich meine, das macht unser Let's Play aus. Ja, aber das spulen wir wieder vor. Also ich habe da keinen Bock drauf. Ich würde ja sogar mein Leben vorspulen, wenn es geht. Wenn wir hier durch die Villa laufen. Verstehst du? Nein, er versteht es nicht. Nein, ich verstehe es auch selbst nicht. Ich weiß nur noch, dass das irgendwo. Upsala. Dass das irgendwo. Irgendwie so, weißt du? Glaube ich auch. Wir haben auch noch keinen gelben Kristall, ne? Nee. Und wir haben auch noch nicht den Spencer-Schlüssel. Nee. Und wir haben auch noch nicht diesen einen Schlüssel, den wir noch nicht haben. Nee. Aber ich glaube, das müssen wir auch alles noch nicht machen, weil. Jetzt sind wir ja da draußen und so. Ne? Ich glaube eher, dass wir jetzt das da draußen machen müssen. Und dann kommt man wieder rein, um. Da kriegt man dann irgendwas von diesen 3 Sachen, die du gerade aufgezählt hast. Ja. Dem denke ich auch so. Ne? Ach, das ist schön, wir sind deiner Meinung. Komische Blicke werden nicht durch das Mikrofon übertragen. Ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Diese Paranoia. Ja, weil das schon irgendwie 2-mal oder so passiert ist. Ach, hier ist dieser scheiß Schnelle. Was auch niemandem aufgefallen ist, dass in irgendeinem Part haben wir den Spielsound nicht mit aufgenommen. Und dann habe ich einfach die
Ach, Musik ja. aus dem Internet irgendwie geholt. Oder so ein Video, wie einer gegen die Schlange kämpft, habe ich einfach den Sound davon hingemacht, als wir gegen die Schlange kämpfen. Und die Schüsse haben immer zufällig gepasst. Lustig. Hä? Guck mal, ein Raum, der von der anderen Seite verschlossen ist, aber es kein anderer Eingang dahin führt. Hä? Das heißt, irgendwann schließt jemand die von der anderen Seite auf, oder was? Ah, Alter, hier gibt's Zombies. Oh. So kann man das, glaube ich, machen. Man muss direkt entweder man muss stehen. Den Kopf entfernen oder das Gehirn zerstören. Richtig. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so etwas im Fernsehen sagen muss. Das war ein Aus mit Aus. Ratet es. Ratet es? Den Film kenne ich gar nicht. Glaubst du wirklich, dass sich hinter so einer Tür ein Wohnzimmer befindet? Hä, was? Nö, ich weiß eh, dass ich völlig falsch bin. Darum will ich gleich mal hier was gucken. Ach so. Ah. Ein Helm-Symbol. Den Helmschlüssel. Das ist der einzige, den wir noch nicht haben, ne? Ja, wo ist dieser blöde dieses blöde Kaminzimmer? Ich glaube, ich bin im falschen Flügel. Flügel? Okay, ich mache keinen schlechten Wortwitz daraus. Gut. Ich dachte schon. Wo gehst du denn jetzt runter? Ist das gut so? Ich weiß nicht, ich guck hier mal ein bisschen rum. Oh, hier ist das, wo du runter bist. Hier waren wir schon lange nicht mehr, ne? Ist das nicht hier sogar? Weißt du, das kann sein. Ich kenne mich überhaupt nicht aus in der Villade. Das können nur sie. Ja, das ist falsch. Ach, hier sind wir jetzt. Ah! Alter, plötzlich. Was fallen die denn an? Boah, hast du gesehen, wie geil ich mich umgedreht habe und ich BÄM umgehauen habe? Aber hier war das auf keinen Fall. Das war stimmt. Weiter vorne im Spiel sozusagen. Guck, der Raum mit dem Löwenkopf ist auch noch rot. Ja, weil wir auch den gelben Dings noch nicht haben. Also müsste es ja ein Raum sein, der rot ist. Tschüss! Boah, wieder genau so. Wie schlecht, der hat mich nicht einmal gehauen, ey. Alter, du bist einfach gut, Johannes. Oh. Dass mir das über die Lippen kommt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Na, 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 na. Was war hier? Ich würde jetzt einfach mal in alle roten Räume gehen. Oder? Nicht. Hier könnte das sein. Da, was ist das? Eine Batterie? Das kann man aber doch bestimmt mitnehmen, oder? Was ist das? Ja. Das ist der Benzinkanister. Ja, warum nehmen wir den nicht mit? Weil man da immer nur... Ach so. Weil das nur auffüllen kann. Was war denn da für eine Leiter? Kann man da nicht hochklettern? Nee. Das sind nur alte Möbel. Ja, jetzt geht hier doch diesen blöden Kaminzimmer da. Ja. Ich glaube, es ist wirklich perfekt auf der anderen Seite. Das macht nichts, da können wir nochmal die schöne Villa sehen. Das macht nichts, ich bin Bäcker. Genau. Maha Flying Bird. Du hast gesagt, du hast dieses Lied. Ja. Ist auch so. Was machen sie denn jetzt? Wahrscheinlich hast du die Batterie schon die ganze Zeit im Inventar, aber hast mal wieder nicht runtergescrollt. Alter, das reicht nicht mal. Wie hab ich denn auf die Fresse gekriegt? Ich war fast tot. Da muss ich wohl schon ein bisschen Mische nehmen. Ey, wusstest du, dass rotes Kraut gar nicht für Energie ist, sondern dich stärker macht oder so? Also ich habe das Game One Resident Evil 4 Let's Play gesehen. Und bei Resident Evil 4 ist das so, grünes Kraut ist für Gesundheit, rotes Kraut, da wird man irgendwie stärker oder so. Und blaues? Das weiß ich nicht. Das wusste der nämlich selber nicht. Aber das ist dann ja hier auch so. Ja, wir lernen Spiele kennen, wenn wir schon fast durch damit sind. Fast durch? Ja, okay, stimmt. Fast durch? Jetzt finde doch mal diesen dummen Raum. Bug, 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 bug. Was für ein Bug? Das sollte das Treppengeräusch sein. Ja, das müssen wir jetzt schon vorspulen, wenn wir den. Wie doof bin ich eigentlich? Sehr. Eben war ich noch gut. Ja, aber nur eben.
Hätte ich nämlich einfach die Abkürzung nehmen können. Voll Trottel. Was liegt denn da nicht für ein Sichel? Ich glaube, ich warte. Hast du es gesehen? Das war vom Sensenmann. Ach, hier war das mit lecker, lecker. Mhm. Happy Puppy. Wir haben übrigens ein kleines Mini-Projekt vor. Echt? Am Freitag. Ah. Oh, was war denn? Weil wir haben ja gerade Ferien. Wir nutzen das, aber ich verrate nicht was. Das ist, jetzt sind alle ganz gespannt. So. Ha! Nee, scheiße. Ich hab nur den Kamin gesehen. Ha! Nee, ich hab einfach voll gelacht. Ich hab grad an so einen Witz gedacht. Kommt ein Skelett zum Arzt. Nein, ich rede nicht mal. Ich möchte diesen Witz nicht. Du bist ein Arsch. Denn morgen gehen die letzten Dreharbeiten los. Für unser noch anderes neues Projekt. Machen wir da eigentlich einen neuen Kanal für auf? Weil unser Alter ist ja weg. Und dafür gibt's dann einen Ersatz. Mann, warum weiß ich nichts mehr? Ja, das weiß ich nicht. Das ist bestimmt der Raum da. Weil der rot ist. Und mit der meine ich rechts dieses Viereck. Das ist der Raum mit der Waffe. Gab's da einen Kamin? Keine Ahnung. Da habe ich die Schrotflinte bekommen. Aber das war nicht der Raum, an den ich denke. Schrotflinte. Ich meine den Raum, den du selber angemacht hast, den Kamin, weißt du? Ich weiß. Die Sackgasse war das, glaube ich mal. Darum dachte ich auch irgendwie, das war da, aber was denn das? Ja, hier könnte das sein. Ja. Ja. Mhm. I'm running. Running Gag? I'm running. Was erwartet uns hinter dieser Tür? Fly ja, me to the moon. Wenn wir durch den Villa rennen, dann gibt's immer keinen Gesprächsstoff. Was ist das da eigentlich für ein Raum? Wenn sie einfach nur was ist das da sagen, dann weiß man leider nicht, was in welchem Raum sie meinen. Da geht's raus zum Balkon. Und hier? Fly me nach to the moon. And let me... Oh mein Gott! Arschloch! Ach hier, der ist das, der gebadet hat. Wenigstens ist er sauber, während er mich tötet. Stimmt, darum ist es eigentlich dumm, wenn wir vorspielen, dann verpassen wir diese ganzen Zombie-Kämpfe. Wir spielen nicht vor. Ach du Scheiße. Ach, hier sind wir. Es ist bestimmt da, der... In other words. Was ist denn das? Guck mal, da ist sogar noch so ein Zuhör. Zuhälter? Genau. Nein! Das könnte doch jetzt sein. Ich weiß nicht, ob es in dem Schrotflintenraum einen Kamin gab. Ach so, das ist der ja auch schon, das hast du ja gesagt. Nee, ich glaube irgendwie nicht. Warum ist der rot? Ja, was haben wir aber hier ist ein Kamin. Ja. Schon etwas gebrannt zu haben, ein strenger Geruch hängt in der Luft. Da müssen wir hier mal alles erkunden. Hängt hier eine Karte an der Wand? Nein. Egal, wir kommen trotzdem rum. Oh. Nein, das dürfen wir nicht mehr. Vielleicht ist das darum rot, weil da noch ein defektes Gewehr ist. Nee. Was liegt denn da auf dem Tisch? Da blinkt doch noch was. Da. Oder was ist das? Das ist Farbband. Warum haben wir das nicht? Darum war der jetzt rot. Aber auch gut, haben wir einen Farbband. Ah, das ist voll gut. Warum haben wir das weil nicht? Das irgendwie nicht, ich das nicht blinken gesehen habe. Das war wegen dem... Aber das ist auch nicht den Raum, den Atto meint, weil hier ist keine Karte an der Wand. Fly me to the moon. And... Nee, bestimmt ich nicht. Wir gehen jetzt einfach alle roten Räume durch und fertig. Das ist aber der Plan des Jahres. Ha! Da, was ist das da rechts für ein Gang da? Das ist der Balkon. Ja. Da ist bestimmt nur Crowd. Ja, ist doch gut. Was hast du denn dagegen? Oh Gott. Entschuldigung, da ist irgendwer anders in mich reingegangen. Anders? Wer ist anders? Anders, der von Kalabalikus. Achso, ich dachte der von... Anders. Hast du den schon wieder vergessen, Johannes Bohr, ne? Ich lauf gegen die Mokumokumode! Lukumo, Lukumo!
Warum tötest du den nicht einfach? Weil der zu schnell ist zum Töten. Der weicht den Kugeln aus. Wenn er gerade geschlagen hat, dann kannst du ihn... Könntest... Das stimmt. Ach, das ist gar kein... Gespannt. Ich glaube, das haben wir hier schon mal durchsucht und nichts gefunden. Ein rostiger Karren. Hä? Hä, wozu sollte man den denn noch... Hä? Ach, Hunde! Aua! Das tut doch weh, ey, wie ich mir das vorstelle. Sterben wir denn nicht? Ich hab ihm den Kopf weggeballert. Sogar dem Hund kann man das. Kann man das? Ja, es ist Kraut. Kerosin. Und rotes Kraut. Das ist voll... Uiuiui. Das andere kannst du jetzt nicht nehmen, ne? Doch, das stapelt. Ach so. Oh, doch. Nicht. Ja, dann nimm das einfach. Guck, du... Hä? Das brauchen wir jetzt nicht, ne? Das ist das andere. Ja, was soll ich jetzt mit der Scheiße? Weiß ich auch nicht. Kann man das nicht wegwerfen? Ja, warum denn? Wofür willst du das denn wegwerfen? Ja, vielleicht finde ich noch andere Sachen. Ja, dann musst du jetzt wieder... zum Safety rufen. Ja, bist du sowieso, Gott. Weil du tot bist. Nee, ich habe ein Heilspray. Ja, aber nutz das. Und dann hast du wieder Platz. Also, will ich das dafür gut. Wasten? Also wofür denn wasten? Du bist halt tot, da steht schon Vorsicht. Ist Gefahr nicht schlimmer als Vorsicht? Keine Ahnung, jetzt tötest du diesen scheiß Zombie. Und fertig. Der ist immer noch rot, der Scheiß hier. Ja, wegen dem ganzen roten Kraut. Müssen wir uns das halt merken. Ich will den aber nicht töten. Ich will aber, dass du den tötest, Johannes Brot. Und du machst das jetzt. Muss das gleich wieder wie so ein Zombie-Film aufziehen, wenn das braucht. Ich glaube, der läuft die ganze Zeit gegen die Wand. Glaube ich auch. Töten! Aua! Oh Mensch, Johannes Brot. Es ist ungesund, sich das Essen zu machen. Alter! Was ist das denn für einer? Verarschen. Das war eine dumme Idee von mir, das tut mir sehr leid. Das konnte ich ja nicht wissen. Das ist gar nicht gerissen. So, jetzt kann man sich hier endlich frei bewegen. Was? Wer wusstest du das? Ich wusste es nicht. Ich wollte ihm den Kopf wegschießen. Das war ein ganz hartnäckiger Bursche, du. So, nächster roter Raum. Dieser komische Gang da, was ist das eigentlich? Das ist da in der Mitte? Keine Ahnung. Und was ist dieser Mini-Raum da? Was ist das da für ein komisches Gang? Oh. Ach, das ist das vor der Schlange. Und das kleine Mini ist der Tiger? Ach so, stimmt. Ja, ich glaube, bei dem Tiger kriege ich auch den Spencer-Schlüssel. Ja, glaube ich auch. Entweder nehmen wir jetzt dieses Bimsel in der Mitte vor der Schlange oder wir gehen ein Stockwerk höher oder tiefer. Oder? Da ist ein Safety Room, aber dann komme ich da nicht wieder zurück. Was willst du denn mit dem Safety Room? Das rote Kraut am Leben. Heilen, der hat mich gerade 50 Mal in den Kopf geschossen. Aber du hältst hier nicht die Seite. Nicht? Nee. Dann war das eine ganz schöne Pussy. Ach, hä? Ach, hä? Aber der ist auch nicht rot, okay. Hä? Ach so, das sind die Raben. Hä? Aber warum, hä? Was denn? Was ist denn? Check ich doch nicht, was das da ist. Der Garten. Der andere Garten. The Garden. Ah, das ist auch bestimmt wieder nur Kraut. Eine Kreuzung. Guck mal, wo ich noch nie war. Ich nicht? Das ist ja ganz schön gruselig hier. Hä? Gewehrmunition? Ich habe einfach mal A gedrückt, ich habe nichts gesehen. Das war jetzt das Rote wahrscheinlich. I. Ja. Geil. Gut, dann gehen wir jetzt ein Stockwerk höher. Da machen wir das ganz systematisch, arbeiten wir das hier durch.
Na, 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 na. Vielleicht finden wir dann auch noch den Raum, wo ich nicht mehr weiß, wo der ist. Mit dem Kamin. Ja, ja, natürlich. Das ist ja mein Ziel eigentlich. Na, 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 na. Another world. Please be true. In other words. I love you. Bim, bim. Boah. So, guck mal, da haben wir nämlich 1, 2, 3, 4 Räume. Da ist der Kamm, oder? Ja, dann gehen wir da hin. Gut, dann gehen wir da halt hin. Oh, ich bin jetzt aufgeklebt. Ich glaube nicht, dass das der ist. Was, wollt ihr mich verarschen? Ich flaub 50 Mal über den rüber. Das ist einfach geil. Alter. Alle, die jetzt die noch einen Kopf haben, stehen wieder auf. Das ist jetzt nicht mehr... Immer noch diese scheiß Nachricht da. Ist das der Raum, wo der Typ drin liegt? Nee, der war ich schon, da liegt der nicht mehr. Nicht? Wo ist er denn hin? Kann ich die Farbbänder wegtun? Das ist voll cool, weil... Ne? Jetzt haben wir voll viel, du. Naja. Und die Gewehrmunition... Ich habe keine Pistolenmunition mehr. Ja, dann musst du jetzt wohl dein Gewehr benutzen und deine Magnum. Hab ich die Magnum? Hä, jetzt hast du doch noch 8, das reicht ja wohl. Nicht, ich weiß es auch nicht. Das rote Kraut muss ich noch ablegen. So, das muss ich jetzt hier mal eben stapeln. Ups. Ups, ups, ups. Ups, 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 ups. So. Ja, es tut uns sehr leid, dass es gerade ein bisschen boring ist, ne? Dass wir so dumm sind, das tut uns echt leid. Ja, wir können ja auch nichts dafür, dass wir so blöd sind. Hier ist der Raum, ich erinnere mich wieder. Hier ist der hundertprozentig. Das ist doch schön. Pass auf, jetzt muss er hier sein, wenn nicht, bringe ich mich um. Oh, okay. Yay, wo ist denn die Karte an der Wand? Da! Ah, gut, und wo liegt hier ein... Hier soll jetzt irgendwas sein. Ist der rot eigentlich? Wer? Dieser Raum? Nee. Da ist eine Tür. Ja, ich weiß, aber da brauche ich den Helmschlüssel für, oder? Naja, und das soll jetzt der Hinweis sein, oder was? Nee. Doch. Ja. Arthur hat gesagt, das ist ein Raum, in dem wir noch nicht waren. Weil der Raum ist ja auch nicht mehr rot. Hier gibt's nichts zu finden. Das hat man vorher nicht gesehen, die Karte, erst als das Feuer an war. Echt? Anscheinend. Stimmt. Auf jeden Fall bedeutet das, wir können jetzt durch die Villa latschen, aber haben wir eben auch gemacht. Wir suchen jetzt rote Räume. Leider waren... Wir sind halt gegen rote Leute. Ich meine, die Indianer tun uns echt leid, aber wir müssen sie alle töten. Räume, habe ich gesagt. Räume? So, ja, kommen wir ja glatt hin. Glatt. Das ist ein roter Raum? Nein, aber der dahinter. Achso. Wir laufen durch die Villa. Yeah! Wir laufen durch die Villa. Wir laufen. Was ist denn hier los? Ach, war nicht hier irgendwie so ein Monster oder so? Musik habe ich noch nie gehört. Mit Krallenspuren. Monster mit Krallenspuren? Ja, waren da nicht irgendwie so Krallenspuren an der Wand? Was ist das denn für eine Perspektive? Eine geile. Also hier ist irgendwas noch nicht gefunden. Dim. Die Schublade ist leer, das Regal auch. Hier muss ja irgendwas passieren, wenn hier so eine Musik ist. Ach ja. Die Schublade scheint mitten durch das Bett zu führen. Warum kann man nicht schieben? Irgendwas ist da. Mein Gott, ich bin ganz aufgeregt. Irgendwas muss hier doch sein. Oder irgendwas muss man machen. Haben wir irgendwas? Hä? Oh Mann. Oh, scheiß Kraut. Und darum war das auch nur rot. Oh Gott. Hä, aber was soll das denn mit den Fußspuren? Ja, es soll einfach irgendwas, was einem Angst macht. Oh, hab ich Angst. Fußspuren durchs Bett. Ich hatte Angst. Ich hab mir auch in die Hose gemacht, siehst du? Ja. Ist das ekelhaft.
Okay, jetzt gibt's nur noch, wie viele rote Räume? 120. Zwei?